Hey, heute gibt es mal was ganz anderes. Also, ja, heute wird es nicht so wild, sondern, ja, ihr habt ja schon mitbekommen, ich habe mir ein neues Bike geholt. Ich habe immer mehr Interesse daran, viel zu fahren. Und ja, deswegen geht es heute zum Bike-Fitting, zur Bike Academy nach Steglitz. Und da sehen wir uns gleich. Welche Form zum Beispiel dieser Einleger hat und welche Form dein Fuß hat. Das ist halt auch schon auf die Idee, dass es auch nicht so richtig zusammengeht. Ne? Ja. Das ist halt eher so ein spitz zulaufender Leisten und dein Fuß ist halt jetzt, also das ist jetzt auch nicht so was richtig Italienisches, was du da mitgebracht hast. Ne? Und von daher. No, deutsche Krampe. Ja. Wie sind das eigentlich? Kommen mittlerweile auch viele mit Gravelbikes zu dir oder ist das immer noch selten? Doch, also speziell im letzten Jahr kam das tatsächlich so der große Boost. Ansonsten im Jahr davor war es nicht so dramatisch, aber jetzt im letzten Jahr. Weil Gravel ist ja, sag ich mal, es ist ja voll im Kommen. Ja, guck dir mal an, wenn du jetzt hier in Berlin Rad fahren willst. Ja, klar. Dann bist du schon ganz gut aufgestellt. Die Radwege sind halt ziemlich grottig. Ja. Links der etwas längere Fuß mit 29. Und rechts die 28,4. Ne? Bedeutet jetzt hier in Zahlen erstmal rechnerisch ein Unterschied tatsächlich von einer Schuhgröße. Ja. Okay, Schuh kann auf den Boden machen und langsam den Fuß so geschießt in den Knie. Ja. Pencil halt auf dem Sattel. Ja, ganz klar, ganz ordentlich. Pencil ist ja schon der Extremgesagt. Da geht schon ganz ordentlich zur Sache. Ne? Wenn du es jetzt mal im Detail anguckst. Ja. Okay, ich habe jetzt schon ganz bewusst nochmal dieses Bild von deiner, ja, von dem Versuch der Beckenkippung da mal widerlegt. Mhm. Das ist natürlich auch davon, dass irgendwie ist halt einfach kaum was zu holen, gerade in diesem Weg nach vorne. Ne? Mhm. Und wir haben es jetzt hier, wie gesagt, mit über 12 cm Überhöhung zu tun. Und also da wäre, glaube ich, der interessantere Schritt gewesen, den Cut erst zu machen, wenn man weiß, okay, wie steht es dann um die Beweglichkeit. Wenn wir uns das jetzt mal hier simpel anschauen, dann siehst du das hier auf der rechten Seite jeweils. Die größere mit Druckbelastung und intensivere Belastung hast über die knöcherne Struktur. Ja. Du hast auch rechts den breiteren Fuß, ne? Jetzt könnte es entspannt werden, vielleicht bist du so ein bisschen rotiert im Becken, das können wir uns dann nachher nochmal angucken. Aber es gibt halt da schon mal diese Unterschiede, knöchern gesehen über den Kontakt. Was wir halt aber auch sehen, ist, dass du dich relativ stark bewegst auf dem Sattel. Und wenn du dich überlegst, das Becken wackelt so stark und du willst eigentlich Kraft übertragen. Was ist denn mit dem Becken? Ja, Widerluste. Das Widerlager dafür ist, und du willst runtertreten und die Kraft verpufft, weil sich das Becken nach oben bewegt, das ist halt schade drin. Ne? Ja, guck mal, was passiert, wenn du jetzt hier dein rechtes Bein hochhebst. So, also das kriegst du eigentlich ganz passabel rum. Und das geht eigentlich ganz ordentlich und schiebst den Oberkörper jetzt auch nicht großartig zur Seite. Aber was passiert, wenn jetzt hier dein linkes Bein hochführst? Da schiebst du dich richtig mit dem Becken auf der rechten Seite nochmal stärker in den Sattel rein. Und das ist ja auch das, was wir dann immer in dem Druckbild sehen, dass du dich da nochmal stärker dann wiederfindest über die knöcherne Situation. Ja. So, jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, okay, alles klar, jetzt werde ich beweglicher, aber ich will ja jetzt eine Lösung haben. Hätten wir jetzt ein Gabelschaft da, könnte ich total simpel simulieren. Ja, wenn ich einfach mal
ein Zentimeterchen hochheben. Mhm. Dann würdest du sofort die Hüfte öffnen, würdest dir sofort Platz schaffen, mhm, und du könntest sofort viel besser treten. Genau. Aber du hast dich für einen sofortigen Cut entschieden. Richtig. Weil du sagst, ich will unbedingt so fahren. Und deshalb wirst du in der Konfiguration und mit der Beweglichkeit, mhm, nicht ideal treten können. Also genau, da musst du eine ganze Menge tun, was halt deine Flexibilität angeht, ja, damit du da besser reinkommst. Ne? Viele sagen immer, Bikefitting brauchst du nicht, wenn du keinen Profisport machst, sonst ist ja diese Standardeinstellung. Oder was viele denken. Und ich sag mal, zum Beispiel bei mir war es jetzt die Entscheidung so, ich fahre viel, so ich sitze viel auf dem Rad, ich habe ein neues Rad, mit dem ich viel fahren möchte. Und natürlich möchte ich keine Probleme haben. Das war zum Beispiel jetzt meine Entscheidung, warum ich dachte, investierst du das Geld. So was kannst du eigentlich auch mal ganz gut zum Beispiel mal mit einem Zahnarzt zusammenbringen. Ne? Also du kannst natürlich auch sagen, ja, ich gehe erst zum Zahnarzt, wenn mir irgendwas wehtut und dann kümmere ich mich drum. Ja. Oder man geht eben halt jährlich zur Prophylaxe und kümmert sich darum, dass man gar nicht erst in so ein großes Problem kommt. Ne? Und das bewahrt dich halt einfach vor größeren Folgeproblemen. Mhm. Ne? Wenn du jetzt überlegst, es gibt so unterschiedliche Körpertypen. Und der eine kann dezidiert jede Veränderung im Millimeterbereich gut rausspüren. Mhm. Wunderbar, bist gut aufgestellt. Kannst du sowas nicht und du merkst nicht, was du da mit deinem Becken anstellst, was du deinem Rücken antust. Ja. Und irgendwann fährst du im wahrsten Sinne des Wortes gegen die Wand und du merkst diese ganzen Vorboten gar nicht. Mhm. Sondern du kratzt dagegen und sitzt dann am Orthopäden und sagst, das tut mir weh, das tut mir weh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Du musst erstmal aus dem Schmerz raus und erstmal schmerzfrei werden, bevor du dich wieder normal bewegen kannst. Am besten wirklich Fahrrad heute an, was für deine Beweglichkeit. Also das irgendwann kratzt es dann im Rücken, ne? Das wäre halt dann echt schade. Ja, natürlich. Ja, das merkst du schon in den Füßen, sage ich mal, wieder an. Das ist, dass du ganz anders sitzt. Ich würde jetzt mal gucken, wie der rechte Fuß ist, ein bisschen ein Sorgenkind gewesen, ne? Ja. Das ist jetzt die Messung, die wir gerade gemacht haben. Und du kannst ja auch nochmal dieses Bewegungsmuster hier anschauen. Das zeigt uns immer, wie stark sich der Fuß verlagert. Und jetzt gucken wir mal, wo kommt der her? Was hatten wir vorher bei der gleichen Messung? In der Mitte war das. War das hier, ne? Also ungefähr die doppelte Ausmaße an Bewegung und halt diese Hotspots, die wir knöchern gesehen aufgebaut haben. Ja. Und jetzt haben wir einen Finger gewechselt zu der letzten Messung. Also einfach ein bisschen ruhiger, ja, und entlastender. Ne? Also wenn du es jetzt schaffst, jeden Tag dich 5 Minuten lang mal mit dieser Faszienrolle zu beschäftigen, ja, und ich schicke diesen bebilderten Plan rüber, und mach es jeden Tag. Und wenn du das jeden Tag machst, dann kann ich dir auch versprechen, dass es besser wird. Man muss es halt nur machen. Und das ist halt dann das, was deine große Aufgabe ist dabei, ne? Dass du da halt einfach dich besser zu diesem sportlichen Rad hin bewegen kannst. Jetzt sag mir mal, wie ist das? Also wie gesagt, wäre es sinnvoll, also das ist jetzt auch einfach mal so, weil andere sich das Video gar nicht noch angucken, ich habe ein zweites Fahrrad. So Crosser, ich sag mal ähnlich sportlich, oder der Crosser ist vielleicht doch schon ähnlich sportlich wie ein Aero-Rad, weil ich relativ tief sitze, hoch sitze, auch leichter Carbon-Renner. Halt, macht es Sinn, sich da fitten zu lassen, ja, oder kann ich mir ein paar Ergebnisse einfach rübertragen, oder wie siehst du das? Also Crosser, auch so aus der eigenen Vergangenheit, wenn man sagt, man setzt das wirklich sportartspezifisch ein, ja, man ist dann im Gelände unterwegs, dann muss es eine andere Position ergeben als auf dem Rennrad. Das gibt einfach die Sportart dann hier an. Da muss man sich schon nochmal separat darum kümmern. Ja. Und da kann ich nur empfehlen, ja, dann bitte einzeln machen. Hast du ein zweites Rennrad zu Hause, reinlassiges Rennrad, kannst du dich mit den Werten, die du aus dem Report dann bekommst, natürlich orientieren und direkt loslegen. Aber sobald wir uns da in eine andere Disziplin reinbewegen, dann sollte man da nochmal ein separates Auge drauf haben. Ja. So, jetzt war ich so circa 2,5 bis 3 Stunden hier beim Bikefitting. Wie gesagt, man geht da glaube ich mit gemischten Gefühlen ran, weil es kostet so Pi mal Daumen 330 Euro. Und ja, was kommt dabei raus? Oftmals ist es natürlich Sattelposition und Co. Und am Ende ist es definitiv so, mein großes Problem war ja zum Beispiel, dass ich viel zu steif in der Hüfte bin, dass ich viel zu sehr auf meinem Sattel wackel und wodurch ich halt sehr viel an Kraft verliere, wodurch ich mich selber schädige. Und hat mir das jetzt gefallen, das Fitting, oder nicht? Ich sage mal definitiv ja.